Ja, das Spiel an sich ist, glaube ich, ab 12, aber ja. ja. Es ist also je nachdem, wenn ihr sensible Leute seid, die so ein bisschen mit Horror nichts anfangen könnt, müsst ihr für euch selbst wissen, ihr wurdet gewarnt. Ich leg jetzt los. Da bin ich im Spiel. So. Kommt alles an? Ich soll. Ja, sieht gut aus. Ich bin auch zu hören. Ja. Spiel ist zu sehen, ich bin zu hören. Na dann. Fangen wir mal an mit Little Nightmares. Ich drücke eine beliebige Taste. Nee, ich muss sogar diese Taste drücken. Keine beliebige Taste. Ich werde gezwungen, diese zu betätigen. Na dann, suche nach Inhalten zum Herunterladen. Gut, so, Schieberegler anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Was für ein Auge? The fuck? Das wahrscheinlich. Ja gut, das Auge. Schieber herunter. Okay, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Muss ich auch ein bisschen auf den Stream gucken. Das ist jetzt maximal. Also das ist jetzt für mich auf dem Bildschirm ziemlich heftig zu sehen. Also das Auge ist gerade sehr stark zu sehen. Müsste eigentlich. Du kannst es gerade so erkennen. Okay, dann mache ich es auf maximal, weil. Ich kann es ganz klar erkennen, aber ihr könnt es nicht so dolle sehen. Also, ja. Mach's mal für den Stream so. Wird für euch ein bisschen dunkler als für mich. Das heißt, ich werde einiges sehen, was ihr nicht sehen könnt. Okay, na dann machen wir es so. Little Nightmares greift regelmäßig auf Daten zu. Bitte nicht ausschalten, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Alles klar, Speichermenü erkennbar, ist klar. Und da sind wir schon im Startmenü. Little Nightmares. Neues Spiel, Kapitelauswahl, Einstellungen, Extras. Zurück zum Desktop. Okay, ja, aber die Extras, da sind wahrscheinlich die. Hier Masken, Konzeptkunst, Credits. Ja, Konzeptkunst ist wahrscheinlich auch noch mit dem Complete Edition mit drin, da sind. Dann später vielleicht auch die DLCs und so weiter. Gut, ich würde sagen, sehr hübscher Startbildschirm. Na dann beginnen wir ein neues Spiel. Worauf warten wir? Legen wir los. Seid ihr bereit? Egal, wir starten los. In ein weiteres Horror-Abenteuer auf Zwergfürst LP. Beschwert euch, wenn irgendwas zu laut, zu leise, zu extrem ist, zu dunkel, zu hell. Kann man vielleicht noch was dran ändern? Einfach im Chat beschweren. Okay. Oh, da kann ich schon bewegen. Ich bin das kleine, ich glaube, es ist ein Mädchen. Kleine Mädchen im gelben Regenmantel. Und wir sind hier in einem kleinen Koffer aufgewacht. Ja.
Spielsteuerung erstmal kapieren, wie RSD natürlich. Ja, können wir hier mit den. Können wir die Maus nehmen und. Ah, okay, wir können. Die Hände können wir mit der Maus bewegen. Ah, mit der linken Maustaste kann ich die Hand bewegen. Okay, können wir hier die Bilder anfassen? Können wir nicht. Okay. So kann ich Sachen schieben. Mit Leertaste kann ich springen. Die übliche Steuerung. Aha. Okay. Damit dürfte ich mich zurechtfinden. Dose. Ja, wir können sie tragen. Können wir seinen Koffer legen. In den Koffer legen. Ja. Oh, eine Dose. Eine zerbeulte Dose. Noch eine Dose. Staple Dosen. Ja, sorry, ich bin halt so, ich bin halt der Erkunder hier. Ich bin hier. Ihr müsst es mir einfach mal, ja. Ich stapel hier einfach mal Dosen. Videospiele nehme ich auch besonders ernst, oder? Ja. Ich erkunde hier einfach mal alles. Also ich werde hier jetzt hier nicht durchrennen und ich werde hier einfach mal alle Seiten des Spiels. Ich finde es faszinierend, wie ich hier die Dosen sammeln kann. Also ich sammle hier einfach Dosen. Mach das jetzt konsequent. Ja. Hübsche Dosensammlung habe ich da. Nein! Ich habe es umgerannt. Die Dosensammlung. Da hinten liegt noch eine Dose. Meine Dose. Habe ich nicht hübsche Dosen. Hinterm Koffer stehen auch schon einige. Gut. Da bummelten. Oh, ich wollte gerade sagen, sind Beine, aber das ist nur. Das sind nur Schuhe, die da von der Decke baumeln. Ein Wasserventil, an das wir nicht rankommen. Kamera wackelt ungünstig. Oh, noch mehr Dosen. Ich komme zu meiner Dosensammlung. Och, die kleinen Viecher haben sich erschreckt. Kleine Dinge. Ich will doch hier nur meine Dosen sammeln. Jetzt habe ich auch die letzten Zuschauer verschreckt. So, der letzte Zuschauer ab weggegangen. Zwergi sammelt erstmal Dosen. Ja. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Kann ich da hoch hüpfen? Das ist halt mein kindliches Wundern, was ich noch habe. Andere Let's Player würden jetzt hier sofort weiter wollen. Ich staune hier über die Dosen. Ich bin hier noch. Ich will hier alles angucken. Wie gucken, ob man hier hochkommen kann. Und die Kisten. Ich will hier erstmal Dosen sammeln. Oh. Ein Lichtchen. Ich habe mir Feuer angezündet. Feuer wieder aus. Wir stecken hier erstmal die ersten Minuten im Startbildschirm fest. Nein, nicht im Startbildschirm. Hier im ersten Raum fest. Die Dose liegt noch im Weg rum. Sehr schön. Die packe ich mir in den Koffer, wenn ich wieder zurückkomme.
So. Wo konnte ich mir das Licht anmachen? Wie habe ich das gerade eben gemacht? Ah, mit F. Mit F kann ich Feuer machen. Das ist gut zu merken. Gut, ja, ein Spaten. Wo sind denn die kleinen Dreieckhüter hin? Nur noch drei, die kleinen Wesen mit den Hut, den Hut. Ich habe Licht gemacht. Jetzt kann ich das Feuer wieder ausmachen. Kann ich da irgendwie hoch? So, hier. Schublade öffnen. Ja. Ich würde mal sagen, hindurch mit mir. Oder? Ducken. Kann ich da hindurch? Scheinbar nicht. Feuer machen. Okay. Können wir die Laterne mitnehmen? Können wir nicht. Schieben können wir es auch nicht. Tja. Hindurch. Können wir hier irgendwo lang? Für die Kisten doch irgendwie hoch. Ne, können wir nicht. Ja, wie gesagt, ich spiele das Ganze blind. Das ist. Ich weiß nicht, wie es dann geht. Also es ist nicht zum Ducken da. Damit S können wir uns nicht ducken. Irgendwie müssen wir uns ja ducken können. Eigentlich schon. Gehe ich mal wieder zurück zu meiner Dosensammlung. Hier ist ein Mauseloch. Können wir das anfassen? Hier ist noch eine Dose. Tja. Hier irgendwas komme ich auf den Eimer. Kann man bestimmt drauf springen. Kann man nicht. Also die Höhe wäre eigentlich ganz gut. Da kann man eigentlich. Eigentlich passt das von der Höhe her, dass man da drauf kann. Ich springe hier eher durch die Pfützen als durch den. Sicher, dass wir da nicht hoch können. Können wir eine Dose reintun? Vielleicht können wir eine Dose hinten durch den Schlitz tun. Nehmen wir eine Dose mit nach hinten. Eine Dose. Durch die geöffnete Klappe durchrollen lassen. Wäre eine Möglichkeit. Ziemlich düster hier. Wie gesagt, ich sehe sogar mehr als ihr auf eurem Bildschirm. Weil es ziemlich hell eingestellt ist beim Display. Okay. Die Dose ist reingerollt. Müssen wir die Dosen jetzt hierher bringen oder? Vielleicht können wir uns da hochbauen, vielleicht können wir uns auf die Dosen hochstellen und dann durch die andere Klappe durch. Das wäre eine Möglichkeit.